willkommen und hallo und herzlich willkommen in der Einkaufsstraße von Uga. Ich habe gerade zwei Händler hier, mit denen habe ich ein bisschen gelabert, ein bisschen was abgekauft. So, den hatte ich dann schon. Jetzt war doch irgendwie noch was mit einem Hektor, bei dem ich eventuell eine Nacht schlafen könnte. Das sieht alles feudal aus. Feudalismus hier. Der guckt mich an. Schickt er mich nicht weg? Nee, schickt er mich nicht. Warum? Bettchen. Irre gemacht, aber... Oh nee. Ich dachte, der Teller würde schweben. Also hier hat man mich nicht weggeschickt. Es wird auch langsam so Nacht. Aber wo ist denn... Wuff, Alter, was ist denn das wieder hier für ein Riesengebäude? Wein aus Tarsos. Jemand? Ist hier jemand? Nein. Was liegt denn hier für ein Riesenplotzstein? Klumpenton hier im Regal ist denn wohl nicht. Okay, dann nehme ich mal hier mal was an mich. Und zwar den Wein aus Tassos. Und ich gehe mal an die Truhe mit mal, was ist hinter Padawan? Ein Bett. Dann schauen wir mal. So, fange ich mal mit. Aha, also, zack. Ah, okay, das war eine kurze Kombi. Für 35 Gold hat sich das ja gelohnt. Da. Ist denn hier noch was? Nee, das ist nur eine Aussteuer. Das war knapp, ne? Aber er warnt mich nicht oder so. Okay. Ich geh wieder raus. Okay. Elite-Assassine. Ich geh mal woanders hin. Ich geh mal hier hoch. Es wird sehr dunkel hier. Ist wieder so ein Ding. Was sind das eigentlich für Teile? Achso, Schüsseln mit Griffe. Lagerverwalter. Wenn ich den jetzt anspreche, mal gucken. So, ich habe gerade deinen Tipp befolgt, Alain. Musik an und aus, beziehungsweise aus und an, und jetzt ist sie wieder da. Klappt. Verdammt, was ist los? Lagerverwalter? Hallo, bist du der Lagerverwalter? Ja, der bin ich. Kannst du mir etwas verkaufen? Das kann ich. Hauptsächlich Korn, aber auch ein paar andere Dinge. Ja, was denn zum Beispiel? Zeig mir deine Ware. Ein paar Mana-Essenzen, Besen, Bürste, Wasserfass, Korn und Mehl. Dann gucken wir mal, es wäre sehr schwer, den Lagerschlüssel zu stehlen. Sehr schwer sogar. Na, dann lassen wir ihn weiter schlafen. Leg dich mal hin. Schön über das Dörfchen gucken. Ja, an der Seite waren wir noch nicht, glaube ich. Doch. Padawan. Oder ist das ein anderer Padawan gewesen? Nee, an diesem Tisch mit diesem Früchtebrett. Da kann ich mich nicht erinnern. Ja, okidoki. Dann gehen wir wieder runter. Roter Vorhang. Im Elite-Assassin, da war ich ja eben drinne. Muss ich mir nur merken, weil das von den Eingängen her. Ich suche Hektor, ne? Also. Oh! Amad! Hallo, womit handelst du? Amad verkauft dir Karten, Papier zum Schreiben. Und ein paar andere Dinge. Was für Karten hast du? Ich habe Karten aus Varant oder aus anderen Gegenden. Sieh dir nur an, was ich habe. Gute Kunden von mir erhalten sogar ganz besondere Karten von mir. Was für besondere Karten meinst du? Nun,
Ich bin im Besitz wertvoller Schatzkarten. Bevor ich dir diese aber anbiete, musst du mir schon 100 Goldstücke zahlen. Wie? Zahlen? Damit du mir diese erstmal nur anbietest? Das heißt, ich habe nach der Zahlung der 100 Goldstücke noch gar keine gekauft, oder was? So ist es. Aber ich sage dir, es lohnt sich. Die Schatzkarten werden dich zu großen Reichtümern führen. Ach, so ist das. Warum holst du dir dann die Schätze nicht selber? Da ist doch was faul dran. Nee, sehe ich auch so. Nein, nichts ist faul an den Karten. Ich habe sie ehrlich von gescheiterten Schatzsuchern erworben. Die sind also hundertprozentig echt. Und warum hat da noch niemand die Schätze geholt? Weil die Hebung dieser Schätze gefährlich ist. Grabfallen, wilde Tiere und wer weiß noch, hinderten bisher jeden daran, die Schätze zu heben, die in alter Zeit vergraben worden sind. Also doch ein Haken. Nicht für denjenigen, den die Gefahr nicht abschrecken kann. Dieser wird mit Sicherheit ein reicher Mann werden. Also überlege es dir. Ich zahle dir 100 Goldstücke Scharlatankarten. Nein, Schatzkarten ansehen, noch nicht mal. Ich will erstmal gucken, was er sonst hat. Zeig mir deine Ware. Ich traue dem Heinz da nicht. Okay, Mana-Extrakt, Teleport zur Stadt Uga. Hatten wir ja. Würfel. Moment mal, 25, ich glaube, die kaufe ich mal vorsichtshalber, die gezinkten Würfel. Auweia, herrlich. So, dann haben wir Festung Armana. Varant haben wir. Nordmarmutana und Varant. Mutanisches Meer. Mann, das sind ja Karten, die kann man ja alle gut gebrauchen. Okay. Festung Armana, okay. Dann Varant habe ich, glaube ich, schon. Nordmarmutana Varant. Hä? Weiß ich jetzt nicht, was das jetzt soll. So, Karte vom Pass von Ishtar. Karte Südwestküste von Varant. Karte der Stadt Uga. Okay. Na. Am Mausrad. Das ist erstmal für mich wichtig. Das Tal Ashdod und das Tal Tadmor. Ansonsten hier nur Krimskrams. Schauen wir uns doch mal gleich um. Damit wir nach. Damit wir erstmal gucken, was ich hier für Karten habe. Wegekarten. So, das ist Schatzkarte. Das ist die wahrscheinlich von der anderen Insel da. Karte Tamora, Karte zur Kohlenmine. Festung Armana, gucke ich mir das mal an. Okay, Mühle Armana. Toll. Kann ich ja auch gleich. So, Athanos, Varant. Siehste habe ich schon gehabt. Ja, das ist das. Dann Landkarte, Korinne, Stadtkarte, Karte von Kondera, Kriegsrekord, Karte Sternwarte, Karte Tamora, Stadt Uga, da ist sie doch. So. Ah, da ist endlich auch so ein weißer Pfeil. Das ist cool. Die lasse ich erstmal hier im Pipeline, das Tal Ashdod und das Tal von Tadmor. Gut. Okay, danke Ahmad für deine Kartendienste. Hast toll gezeichnet. So, aber warum darf ich mich hier einfach so frei bewegen, ohne dass er gleich aggressiv wird? Hier kommt noch eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel, ja, kriege ich okay. Das nie auf. War da was mit dem Schlüssel? Ja. Es wäre schwierig. Erstmal abspeichern. Jetzt sehe ich gerade, ich habe mich abgeschaltet. Das wollte ich gar nicht. Gut. Ja, weil mein Monitor da auf der linken Seite ist. Hier ist ein leeres Blatt. Das kaufe ich mal lieber nicht. Quatsch, das kaufe ich mal lieber nicht. Das klaue ich mal lieber nicht. Stattdessen versuche ich mal seinen Schlüssel zu stehlen. Siehst du, da ist es. Schlüssel zu den Katakomben 5 erhalten. Das verrät ja uns schon, dass wir hier eventuell zu Katakomben. So. Dass wir mindestens 4 weitere vor uns haben. Katakomben. Ja, Katakombe. Oh, war ja, was ist hier alles da? Karte von Ugas Katakomben. Karte von Ugas Katakomben. Guck doch gleich mal rein, wie die aussehen. Karte von Ugas Katakomben. Ich such das mal. Okay, gefunden. Karte von den Katakomben der Stadt Uga. Gucken wir da mal rein. Jo.
Bei Wolle. Auch gut. Bei Wolle. Jetzt eine Kiste mit Proviant, das ist schön. Wolle ist cool. Wolle grüßt dich, falls du mal zugucken solltest. Hast du gut gemalt, finde ich gut. Gezeichnet. Mein, es hat sowas Infantiles, finde ich. Ja, mach mal einen Katakomben-Trip oder wie? Oh, ich höre Fleischschwanzen. Also nee, das ist mir... Ich finde, da sollte ich eine Special-Folge von machen. Gott, die Geräusche da. Dann gehe ich mal wieder raus und werde die Katakomben später mal besuchen. Und mache da eine eigenständige Folge draus. Ich möchte doch noch ganz gerne erstmal ein bisschen über den Katakomben mich erkundigen, was es noch so gibt. Machen wir ein bisschen Licht. So. Vorsichtshalber habe ich aber, bevor ich die Fackel angezogen habe, meinen Geschwindigkeitsring an- und abgezogen. Also muss man das immer danach machen. Gut, auch das wissen wir. Dann schauen wir mal, wo es hier hingeht, was es hier noch gibt, so in den Ecken. Heute technisch, mein Gott, der Troll über mir, der bunkt und bollert. Wen haben wir hier? Haben wir nichts Besonderes? Teppiche, mhm. Habe ich da hängen. Bin mal gespannt, ob wir einen Webstuhl finden. Das würde ich cool finden. Wer bist du denn hier? Halt! Keinen Schritt weiter, Fremder. Was willst du hier? Ich wollte mich nur mal umsehen. Ist es erlaubt, das Lager zu betreten? Na gut. Du darfst hinein. Aber komme ja nicht auf den Gedanken, hier etwas zu stehlen. Die Pfeile unserer Krieger würden dich ansonsten augenblicklich durchbohren. Schon klar. Wer hat die Aufsicht über das Lager? Wende dich an Gasparino. Er ist hier für alles verantwortlich. Gasparino. Und was hast du noch zu sagen? Wie ist die Lage? Hey, wer hat hier das Kommando? Okay. Gasparino. Mhm. Lalala, bist du das? Ja. Hey, Gasparino, eine Gaspacho, bitte. Hallo. Hier wird wohl Erz abgebaut. Ja, Fremde. Hier ist das größte Erzvorkommen westlich von Ishtar. Und darum werde ich meine Augen besonders offen halten, dass hier keiner lange Finger macht. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Ah, kannst du mir noch was sagen? Du machst nicht gerade ein zufriedenes Gesicht. Wie sollte ich auch? Vor kurzem sind uns 4 Mann, also die Hälfte unserer Sklaven, entflohen. Der ganze Erzabbau ist gefährdet, wenn sie nicht wieder eingefangen werden. Tja, das ist Pech. Und was habt ihr unternommen? Na, was schon. Natürlich haben wir ihn einige unserer Männer hinterhergeschickt. Diese Dummköpfe von Sklaven sind in die große Oase geflüchtet. Dort sind sie zwar schwer zu finden, aber weit werden die Kerle nicht gekommen sein, bei den ganzen Viechern, die dort herumlaufen. Doch ob die Entflohenen nun von Snappern, Löwen oder unseren Sklavenhunden getötet werden, eins bleibt gleich. Tote Sklaven können kein Erz mehr abbauen. Nun weißt du, warum ich so wütend bin. Dabei würde ich für jeden wieder eingefangenen Sklaven 100 Goldstücke zahlen. Wir erinnern uns, geflohene Sklaven. Da habe ich ja 3 Stück. Nee, und einer, ja, Pete habe ich noch nicht gesprochen. Und Morris soll bereits tot sein. Aber da unten gab es ja noch, bevor ich die Moment mal, die Entscheidung fälle, das heißt, sofern ich noch im Leben sind, ich sollte mich auch bei dem Aufseher der Mine über die entflohenen Sklaven erkundigen, sofern ich das noch nicht gemacht habe. Ich gehe mal stark davon aus, dass unser Gasparino der Aufseher der Mine ist. Oder nur erstmal so ein Sklaventreiber, ich weiß es nicht. Aber da es ja hier in die Mine reingeht, haben wir noch jemanden hier, der man hinterherrennen kann. Oder hat er Angst vor mir? Eine Sklavenwache. Ach, da ist Pete! Pete Smeet! Hallo, wer bist du? Ich heiße Pete. Von morgens bis abends schufte ich mir hier den Buckel krumm. Und jetzt, wo 4 von uns abgehauen sind, muss ich mit den übrigen Sklaven doppelt so viel schuften. Mein Kumpel Spike hat mir mitgeteilt, dass er zu den Nomaden flüchten will. So? Hat er. Und was geht mich das an? Ich will deinen Freunden helfen. Leider aber wissen sie nicht, wo sich die Nomaden befinden. Hm. Spike hat mir gesagt, dass du weißt, wo die Nomaden sind.
So, so, hat er. Da muss er sich aber verhört haben. Ich habe keine Ahnung. Hey, nicht so schnell. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Sonst wird Gasparino sauer. Mach's gut. Oh, Menno. Warte mal. Was denn noch? Warum willst du mir nicht sagen, wo sie sind? Nehmen wir mal an, ich wüsste es. Glaubst du, dann würde ich in diesem Fall jedem Fremden erzählen, was ich weiß? Vielleicht hast du ja nur die Absicht, mich auszuhorchen und mein Wissen gegen meine Freunde und die Nomaden zu verwenden? Verstehe. Du willst einen Beweis, dass ich es ehrlich meine. Wenn du so einen Beweis liefern könntest, dann wird man dir bestimmt weiterhelfen können. Aber ich, wie gesagt, weiß von nichts. Okay. Warum ist er hier die ganze Zeit hin und her gerannt? Oder hat er jetzt heimlich mitspioniert oder gehört? Ja, gucken wir mal weiter. Weiche ich mal ab. Oh, Rush Hour. Wie komme ich ja hier weiter? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Schlüssel war klar. Hier rum. Weil dann habe ich ja schon mal mit Dreien gesprochen. Verschlossene Kisten mit Ernst. Speichern. Netzbrocken klauen. Könnt ihr ja auch, was weiß ich, hier in der Mine rumhacken. Soll ich das machen? Waschechter Buddler, 70%. Okay, ich werde mal in Off alles mal hacken. So, die Kammern habe ich alle geschürft. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ich, wenn ich hier anfange zu schürfen und der Assassine hinter Pete, wenn der das mit... Das okay. Ich habe was gehört. Und er kommt auf mich zu, um mich niederzumetzeln. Also schürfen geht nur... Schürfen geht also nur, wenn der Assassine mich nicht sieht. Gut, und Erzbrochen lasse ich auch mal lieber hier. Okay. Gucken, sieht mich jetzt noch der Assassine? Der hat wohl freien Einblick hier. Nee, ich lasse den Raum auch mal. Sonst riskiere ich schon wieder hier die Verfolgung. Ja, Pete. Das noch mal lieber. Deswegen ist die Sklavenwache auch immer so nervös und verfolgt mich. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und legen mal den Ring wieder ab und an und... So weiter und so fort. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Es ist 1.17 Uhr in der fröhlichen, sternklaren Nacht. Und mal gucken, wen haben wir noch hier alles. Das ist die Sklavenwache. Schade, ich dachte, ich könnte da irgendwie... Nee, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht rein können. Die falsche Seite. Haha. Hier, dann gehen wir auf die andere Seite. Nein, ich komme also wahrscheinlich nur von unten heran, also aus den Katakomben heraus. Okay, ich glaube, das hatten wir jetzt hier gehabt. Das hatten wir in diesem Bereich auch schon. Nee, hätten wir, glaube ich, noch nicht. Nee, hier gibt es nichts mehr. Gucken wir mal weiter, wen wir alles noch so treffen. Speichern. Mal kurz die Karte von Stadtkarte von Uga eingeblendet. Die habe ich jetzt gezogen und ich war immer der Meinung, die letztgezogene Karte bleibt. Aber jetzt drücke ich noch mal M, dann kriege ich die wieder. Okay, das nur so als Nebeninfo. Schauen wir uns doch mal weiter oben. Da ist ein Gebäudinger. Ach, hier gibt es einen Gerbstuhl. Ein Gerbbaum. Was? Wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Warum ist der hinter mir her? Hab ich zu viel geklaut? Was wäre das denn? Leo ist auch ein Sklave. Kommt der noch hinter mir her? Nee. Hallo! Ach, hallo!
Wer bist du? Ach, ich heiße Leo und arbeite für den Ziegenmetzger Taras. Wenn du etwas Ziegenfleisch, etwas Käse oder Milch kaufen willst, solltest du mit ihm sprechen. Du findest ihn gewöhnlich im Haus. Was machst du hier? Na, nach was sieht es denn hier aus? Ich passe auf die Ziegen auf. Ja, ja. Mein Herr Taras kann ganz schön ungemütlich werden, wenn seinen Tieren etwas geschieht. Verstehe. Na schön. Ich bin jetzt etwas eingenickt. Aber ich hätte sofort etwas gemerkt, wenn du zu den Ziegen gegangen wärst. Jetzt grinst nicht so. Wenn man den ganzen Tag Wache schieben muss, macht sich das irgendwann bemerkbar. Mal bin ich müde. Ja, wessen hau ich mich gleich wieder hin? Gute Nacht. Nee. Nee, Leo. Du musst mir erst mal ein bisschen was sagen. Nee, auch nicht. Ja, das war eben eine merkwürdige, war ich hier schon? Ja, ja. Oder ist es... Nee, ich war hier schon. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich mache nochmal besser einen Abspeicher, weil das mit dem Typen, der mich da verfolgt hat, das ging gar nicht. Mein Gott, machen die Ziegen da einen Krach. Ja, ich sollte irgendwie eine Nomadenrüstung kaufen. Achso, das ist hier die Einkaufsstraße. Okay. Waren wir ja schon. Dann werden wir mal hier bei diesem Platz entlang. Ja, ach du liebes Bisschen, jetzt haben wir ja den wieder. Oh, nicht anhalten hier. Nein, da will ich auch nicht hin. Mann. Verstehe ich noch nicht so ganz. Ein bisschen verwinkelt alles. Sichel? Alte Münze? Also hier war ich noch nicht. Gletscherquarz? Ohne den richtigen Schlüssel? Kriege ich es auch auf. Dampft hier. Alter, was ist das hier für eine Kifferbude? Ach, das sind Sitzkissen, jetzt verstehe ich. Verdammt, was ist los? Guckt euch diese Puffhöhle an hier. Ey, was ist denn hier für eine Kifferparty? Theo. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Theo. Aber verdammt, was willst du hier eigentlich? Hau bloß ab. Okay. Hey, wie sieht's aus? Nix. Ich trau dir nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dir oder mit deiner Kleidung. Okay. Theo, da hast du recht. Das wird wahrscheinlich der gleiche Dialog sein. Hey, wie sieht's aus? Ich trau dir. Ja, okay, ist er. Krauttabak, ich glaube nicht, dass... Aber hier diese Puff... Nee, ich lass es mal lieber hier, weil wenn die schon so... skeptisch sind. Mal gucken. Frage ihn mal. Alles in Ordnung? Verdammt. Was willst du? Alles in Ordnung? Verdammt. Okay. Süchtiger auch, was sagt er? Störe ich? Keine Ahnung, sag du es mir. Störe ich? Keine Ahnung. Okay. Diese Mütze ist voll zugequarzt hier, ehrlich. Kommst hier rein, denkst du, was ist hier los? Ja. Jetzt will ich mal gucken, ob ich irgendwie auf andere Leute treffe, die eventuell mir auch aggressiv gesonnen wie Elite-Assassine. Okay, der lässt mich in Ruhe. Hier gibt's eine Herberge. Also jedenfalls ist das das... Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst! Herbergszeichen. Ich bin euer Herbergsvater. Und sage. Mhm. Schön. Deswegen müssen wir mal einen Hector treffen. Oh Gott, wer ist denn hier drin? Der ist auch noch am Gucken. Was haben wir hier? Er bleibt stehen. Das ist Chambok, Elite-Assassine. Die schlafen alle. Buchkommode.
wenn ich jetzt was lese. Fell eines schwarzen Trolls. Ich lese mal in die Buchkommode rum. Das kann ich nicht lesen. Altes Magiprö 148. Okay. Speichern wir nochmal. Dann versuchen wir was zu klauen hier aus dem Raum, weil die pennen doch alle hier. Okay. Fell eines schwarzen Trolls. Kann man zu Kohle machen. Hier ist noch ein Schreibpult. Mana Extrakt. Oh, hier ist viel. Wow. Also das ist wirklich, das Loch hat sich gelohnt, nach Uga zu gehen. Weil es hier so viel Zeug gibt. Herrlich. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen. Du verdammter Dieb. Scheiße, ist der wach geworden? Mann, ich muss neu einladen und im Schleichmodus klauen. Ja, ich hätte natürlich neu eingeladen und wollte ganz gerne mal wieder erneut den Versuch unternehmen, mit Schleichen an die Dinge zu kommen. Und das ist schon der dritte Versuch. Und jetzt, das ist der dritte Versuch, richtig. Wie komme ich hin? So, aber ich hatte ja... Und hier ist er nochmal. Will eines Schattenläufers. Ich hatte ja zuerst vermutet, ob es daran liegt, an der Anzahl der geklauten Dinge, dass der Ork dort aufwacht. Nachdem ich beim ersten Versuch, den ihr gerade gesehen habt, die linke Seite ausgeräumt habe. Nicht im Schleichmodus, sondern im Normalmodus. So, ich kann von hier aus den Schwefel und die anderen Sachen leicht klauen. Aber es ist, nachdem ich in das Sichtfeld gekommen bin von Champok, ne? Und hier die Zange entdeckt hatte. Und als ich die dann genommen habe, da ist er dann irgendwie. Na, ich will es jetzt nicht beschwören. Ich werde aber mal im Normalmodus gehen. Guck, guck, Champok, er will nichts wissen. Gut. Also hier werde ich auch nichts machen. Das ist ja sein Reich hier. Aber ein paar Klamotten haben wir schon mal geklaut. Gut. Hey, speichern. Dem, die, dem. Was haben wir jetzt? 28 Minuten Bruttospielzeit. Hehe. Hector. Ich drücke nochmal M. Ist immer die große Karte. Yep. Gerade die letzte habe ich ja. Halt! Wohin willst du? Na, hier hinein. Wer wohnt dort? Hier residiert der große Tataron-Fremder. Der größte Magier von Varant. Also richte dich gefälligst danach und verschwinde. Mit Störenfrieden machen wir kurzen Prozess. Der größte Magier von Varant, sagst du? Ich dachte bisher, dass dies der große Zuben in Ishtar wäre. Natürlich ist Zuben ein noch größerer Magier. Jetzt frag nicht so dumm. Gerne, aber nur wenn ich nicht so dumme Antworten bekomme. Jetzt werd hier bloß nicht frech. Als Fremder darfst du hier gar nichts erlauben, verstanden? Uiuiui. Darf ich denn trotzdem mit Tataron sprechen? Was ist nun? Darf ich jetzt rein? Nein, du darfst natürlich nicht rein. Erst wenn Tataron dir sein Vertrauen schenkt, darfst du seine Wohnung betreten. Ja, okay. Dann ist das schon mal... Upsa, nicht so nah dran, sonst geht er mir an die Pelle. Ja, dann ist das schon mal erstmal... abgeklärt, ich muss Vertrauen erlangen. Und wie macht man das für gewöhnlich geflohene Sklaven? Aha. Gucken wir da nochmal als. Pete will nicht mit mir reden, sondern weiterarbeiten. Was nun? Pete traut mir nicht. Ich muss ihm einen Beweis liefern, dass ich es ehrlich meine. Pete, Quatsch, vielleicht sollte ich mal mit anderen Sklaven in Uga sprechen. In Tatarons Haus habe ich eine junge Sklavin gesehen. Die eine besondere Gefangene zu sein scheint. Vielleicht sollte ich mal mit dieser zuerst sprechen. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Bin ja eben nicht reingekommen. Hahaha, was gibt's denn noch für Aufgaben? Stopp, sorry. Zugang, geheimnisvolle Höhere, so, Geister des Toten. Okay, das ist... Ach, Mann. Das ist schwierig, also...
Ah ja, das ist ja unser... Wieso steht denn hier ein Assassine? Kein Händler? Das ist doch der Schmied hier. Wo geht's hier rein? Klopf, klopf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Raus hier, verdammt! Ja. Ja, mach, dass du wegkommst. Jep, danke. Bin ich hier? E. Ich bin wieder hier, ich weiß nicht. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Muss mal eben die Karte wieder neu einrichten. Da sind wir. Auch ein bisschen nervig, dass ich die immer neu laden muss. Dass, wenn ich M drücke, dass dann wieder die Riesenkarte generiert wird. Bin ich also hier in dem Bereich. Und nirgendwo ist was los. Wie kann man denn hier rein? Ich habe schon wieder was gehört. Wer will auf mich zu? Wer ist denn das die ganze Zeit? Oh Gott. Aus! Okay. Hau bloß ab! Straßenräuber, ach so. Hau doch ab! Raus! Jetzt habe ich mich aber verfranst. Oh. Aus! Wow, das war also ein Straßenräuber. Habe ich erst im ersten Moment gar nicht so festgestellt. Aber bevor wir mit Pedro reden, werde ich für diese Folge schließen oder quatschen wir ihn doch mal an. Die Konversation nehmen wir noch Verdammt. Mit. Was ist los? Ja, wer bist du denn? Hey, ehrwürdiger Adept, hast du einen Augenblick Zeit für mich? Nee. Wer bist du? Mein Name ist Pedro und ich bin der ärmste Teufel hier in der Stadt. Ich habe heute noch nichts zu essen gehabt. Hast du vielleicht 10 Goldstücke für mich, damit ich mir etwas kaufen kann? Natürlich. Hier hast du 10 Goldstücke. Oh, danke. Ich habe es dir gleich angesehen, dass du nicht einer dieser kaltherzigen Schurken bist, die mich hier gnadenlos verhungern lassen. Wie? Geben dir die anderen Bewohner etwa nichts? Nein. Vielmehr habe ich ihren Spott zu ertragen. Der einzige, der mir mein Leben erhält, ist Tartaron. Tartaron? Ja, der Schwarzmagier, der über diese Stadt herrscht. Er gibt mir ab und zu etwas Gold. Dafür aber muss ich für ihn einige Aufgaben erledigen. Was sind das für Aufgaben? Ich soll Augen und Ohren offen halten und ihm mitteilen, was die Leute so über ihn reden. Verstehe. Du bist ein Spitzel. Hey Mann, urteile nicht so hart über mich. Wenn ich nicht verhungern oder versklavt werden will, muss ich das tun. Habt ihr gesehen? Er hat ja auch dieses Zeichen gemacht, was wir auf Corines hatten, da oben im Norden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.